Wir stehen jetzt bei Robeta, ne? Ja. Beim Herrn Krämer, der uns ein bisschen was zu dem absoluten Highlight hier von der Messe erzählt. Ich habe schon viele Events gesehen, aber sowas noch nicht. Freut uns, hören wir immer gern. Ist jetzt hier absolute Premiere hier auf der Messe, ne? Ja, es gibt also Weltpremiere von den Fahrzeugen. Wie gesagt, der ist vor drei, vier Tagen erst fertig geworden. Das Objekt sind wir schon länger dran. Leider ist das Fahrzeug ein bisschen spät gekommen von Mercedes her, 3 Monate später wie geplant. Dann hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt. Okay. Aber es ist jetzt doch noch eigentlich recht gut gelungen. Ne, das, ja. Ganze. Das ist leicht untertrieben, recht gut gelungen. Ja, es sind noch ein paar kleine Baustellen. Ja, das ist bei einer Messefahrzeug. Perfekt, ne? Eben. Aber das kriegt man relativ schnell im Griff. Also wie gesagt, die Idee ist einfach, das Fahrzeug offen zu gestalten mit hochwertigen Möbeln. Ja. Es sind hier also richtige Yachtmöbel hier drin, die also auch von der Firma nicht bei Robeta gefertigt wurden. Das war eine Firma, die eben Yachten baut. Und das war jetzt die Herausforderung, da was zu kriegen. Das Ganze wirkt jetzt relativ offen innen, weil der Spinder ja eigentlich ein relativ schmales Fahrzeug ist. Aber ich denke, wenn man das innen mal reinguckt, sieht man, dass wir da das Optimale herausgeholt haben. Absolut. Bei welcher Länge sind wir da? 6,80 Meter? 7,40 Meter. Zwillingsbereifung. Also das ist die kleine Chassis. Und das ist das super Hochdach. Und 190 PS Automatik, den wird es auch mit Allrad geben. Okay. Also, das wirkt gar nicht also so wie das super mit dem Hochdach. Ja. Also das sieht jetzt gar nicht so hoch aus. Weil hier das Bett innen drin ist, sieht man das. Ich meine, wenn man von weiter genau, weg geht, sieht man das. Genau, von weiter. Aber hier hast du halt die Markise und die verdeckt das halt. Ja, genau. Nee, das ist echt gut gelungen, auch schon von außen. Okay. Wir haben Echtglasfenster. Also es ist ja im Moment in der Preisklasse dann imstande. Hier sind wir bei über 4 Tonnen, gell? 5 Tonnen Fahrzeug ist das. 5 Tonnen? Ja. Das Fahrzeug selber hat knapp 4.180 Kilo, also Leergewicht. Leergewicht. Ne? Somit ist also Zuladung von über 800 Kilo möglich. Okay. Ist das Masse im fahrbereiten Zustand, die 5? Nein, das ist reine Masse. Weil es ist ja so, man könnte da jetzt einen Leichtbau machen, dann haben wir natürlich enorm viel, aber in dem Yachtmöbelbereich, da kannst du nicht mit furnierten Möbeln arbeiten. Das ist zum Teil Massivhölzer. Ja, ja. Das hat halt sein Gewicht. Ne? Und dann ist halt auch viel drin. Ne? Ja, gut, vom Weinkühlschrank angefangen, über Mikrospiel, Geschirrspüler, alles dabei. Ne? Allen für einen Van an die 900 Kilo Zuladung ist schon recht ordentlich. Genau, ne? Kann man nicht meckern. Da wird uns mal von innen anschauen mit Ihnen. Hinein. Dankeschön. Wow. Mein Gott. Nee, unglaublich. Echt, mir fallen echt die Worte. Vanlife ist ja total der Hype, ne? Das liegt hinten und guckt hinten raus, aber ich stelle mir vor, ich sitze ja hier, ne? Ja. Und ich gucke einfach hier aufs Wasser raus. Ja. Viel gemütlicher, wie auf dem Bauch liegen, da raus zu gucken. Ja, das kann man ja ein bisschen rausziehen noch. Mhm. Okay, also das lässt sich noch rausziehen? Ja. Einfach ziehen? Ich kann im Prinzip wie ein Bett noch draus machen. Ne? Wenn die Rückgelehne wegmachen, dann habe ich dann noch eine Liegefläche. Ah, dann könnte ich. Aber mitfahren hier können nur zwei, machen, oder? Ne? Ja, aber wir bieten ja an, dass man hier zum Beispiel, es gibt ja solche Klappsitze. Ne? Ja. Im gleichen System wie hier, wo hier dann zwei Stück reingemacht werden. Also ich hatte ja vorhin gerade schon einen Kunde, der sagt, wir fahren zwar zu zweit, aber ich nehme mal Enkel oder zwei. Genau. Dann kann ich mir hier noch zwei Sitze reinbauen lassen. Und wenn ich nur zu zweit fahre, lasse ich die daheim. Ganz easy. Das lässt sich ganz hinterfahren. Guck mal. Ja. Komplett. Ja, komm gleich. Ja. Ja, Mercedes Sprinter. Bekannt. Hallo? Mit den ganzen Assistenzsystemen und wie kann man es noch rausmachen? Ja, du kannst die Sitzauflage noch verlängern, wenn du längere Beine hast. Und da unten haben wir wieder echt Holz. Ja, und wie bequem das alles ist. Wow, kann ich hoch machen. Und das Verstellen hier. Wow. Rückenlehne. Das sind mal bequeme Sitze. Sehr bequem.
Ja, und durch das, dass du den Sitz hier ganz zurück machen kannst. Ne? Ja, okay. Ja. Okay, thank you. See you later. Boah, krass. Also dann kann man hier noch eine Schlafbank draus machen. Kann man machen, ja. Könnten dann vielleicht noch zwei Kinder drauf nächtigen. Genau, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ne? Und hier ist für die Vierbeiner. Das ist für die Vierbeiner das Hundebett. Ja. Oder für, ja. Ja. Oder für den Ehemann. Oder für den Ehemann, wenn er recht, wenn er recht kompakt ist, der ja. Ehemann. Wie gesagt, das ist jetzt das Bettchen. Entweder jetzt da vorne hinsetzen. Ja. Oder hier zu mir rüber, wie Sie wollen. Ich bleib hier. Das ist jetzt ein schmales Bett, ne? Und wenn das nach unten fährt, geht das hier rechts und links auseinander und geht auf die volle Breite. Ne? Nee. Ja. Nee. Da sieht man eine Matratzeform oben. Bis man so ein Fahrzeug designt und gestaltet hat und neu erfunden hat. Ja. Und der Kick ist ja dann an dem Teil, ich mache dann das hier raus und hier habe ich meine Leiter zum Hochgehen, die Treppen. Ne? Ah, okay. Ah, okay. Und wie geht das jetzt raus? Geht das automatisch? Das ist hydraulisch, ja. Nee, ich meine die Seiten. Ganz runtergehe. Ach, sobald. Ach so. Sobald ich ganz runtergehe, ja. Hier die Seitenröste, hier, die sieht man, sind hier doppelt. Ja. Dann kommen die hier raus. Ne? Und dann okay. Dann geht das. Wie weit geht es runter, das Bett? Wie bitte? Wie weit geht das Bett runter? Ja, bis auf den Tisch. Ach, bis auf den Tisch. Ja. Ja, wenn ich das dann jetzt so sehe, und ja. Das wäre die Bettbreite. Okay. Ne? Das wäre dann die Bettbreite. Ja. Wie lang ist das Bett? 2 Meter? Das ist ja, das ist 2,10 Meter. 2,10 Meter. Ja, ja. Das ist eine große Liegewiese. Ja, ja. Es gibt eine richtige Liegewiese. Ja. Es kriegt jetzt vorne noch so zwei Hydraulikkallen sozusagen, ja. Dass es so rausgeht. Okay. Und das da oben ist alles echt Holz. Ja. Alles echt. In alles in einem Stil. Ein bisschen schneller einstellen. Das haben sie, ich weiß nicht warum, dass sie so langsam gestellt haben. Ach, und hier sehe ich gerade, ist es fürs Radio? Ja, das guck ist mal. Ein Soundsystem, das wow. Der aber eben angerufen hat. Ah. Unser Freund, das GL aus USA. So ein Luxus. Schumacher. Also wurde ja echt an alles gedacht. Was ja. Ist das für ein Material hier? Kerox heißt es. Okay, sowas Unempfindliches. Das ist ein Steinmineralart, ne? Die okay. Auf Marmorart gemacht wird. Ne? Okay. Ja, Madame. Unsere Geschirrspülmaschine. Ach du. Das alles im Kastenwagen, du. Ja. Im Kastenwagen kann man schon fast nicht mehr sagen, bei 7,50 Meter. Ist da Mikro drin? Ja. Weinkühlschrank. Großer Kühlschrank. Einmal so und dann mit Getränkeschublade. Oh, Getränkeschublade ist super. Weil im Kühlschrank fliegt jetzt immer alles durch die Gegend. Gewürzregal. Ist auch und hinter der Badbereich. Einfach nein. Wie gehen die hier auf die Schubladen? Einfach gegen Push Lock. Ah, okay. Wow. Und so viel Abstellfläche. Hundefutter. Hundefutter. Ja. Hundefutter. Wow, und das Kochfeld. Gasfrei. Ja, man kann ja auch super stehen, man kommt hier überhaupt gar nicht mehr ja, ins Gehege, also das ist echt gut gemacht. Schau mal, boah, wie schwer. Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie wegzupacken? Während? Ja, kann ich mal in ein Tuch reinbegeben, okay. Hier in den Schrank rein. In die Schublade rein oder so, ne? Ja, genau. Ach so, hier. Das war der Geschirr. Wie geht der auf? Ziehen? Ziehen, ja. Einfach ziehen. Mega.
Und hier unten auch noch ein Fach? Ne, das war der Kühlschrank. Ach, das war der Kühlschrank, genau. Okay. Durch den Spiegel, man geht gerade meinen, es geht noch weiter. Es geht noch weiter hinter. Ja, ja. Also dieses Raumgefühl ist schon echt gewaltig. Ja. Fernseher. Da ist ja eine Tür hinein, da gibt es ja noch einen Schrank im Hintertürbereich. Dann kommen wir zu dem Mega-Raumbad. Und hier sind die gleichen Material hier, nichts Dekorfolie. Ne? Und die Dusche. Wirklich hoch, ich bin 1,73. Kann ich locker unter die Regendusche stellen. Und dann hast du noch die Handbrause. Die Handbrause ist ja auch noch eben. Auf der Boden. Das ist alles Mineral. Alles Mineral, ne? Alles total, also alles edel, stimmig, alles aufeinander abgestimmt. Da passt einfach alles. Muss ich gucken, wie gehen die denn auf? Aufdrücken. Aufdrücken. Genau. Schön. Auch genügend Platz. Was ist das jetzt für eine Toilette? Also eine Dometik? Ist das eine Hackertoilette? Das ist die Masterflush, heißt sie. Das ist eine Direkttoilette mit direktem Fäkalientank. Also ein Fäkalientank ist hier verbaut? 55 Liter Tank. Okay. Ah, okay. Und wie viel Frischwasser ist hier verbaut? 140 und 100 Abwasser. Oh, ordentlich. Und da gucken wir den großen Spiegel an. Ja gut, das ist ja für die Frau wichtig. Halt, absolut. Hier muss so kleine Dinger, wo nichts ist. Genau. Und da oben ist noch Regal, da ein Handtuchhalter, auch da verbaut, wo es hingehört, Steckdose, sehr schön, Waschbecken auch. Rollenhalter, alles da. Alles vonnöten. Alles, was nötig ist, vorhanden. Ah, da muss ich da unten aufpassen. Schon Teppich wegmachen. Mhm. Bitte vorziehen. Das ist von hinten praktisch gedacht in dem Sinn, ne? Das Stauraum. Stauraum, okay. Ah. Genau. Aber da können wir ja von hinten rein. Können wir von hinten reingucken, oder? Da kommst du, hast du den Stauraum, kommst du direkt von hinten von hier ran und du kommst von hinten auch ran. Aber du kannst auch was hier rausholen. Aha. Also du musst nicht immer außen rumlaufen. Mhm. Aber ich muss hier noch mal reingucken. Guck mal den Weinkühlschrank an. Ja. Ich bin echt platt. Wir haben viele Kastenwagen angeschaut. Das ist schon echt ein Highlight. Ne? Ist natürlich auch recht lang. Ne? Ja. Aber du bist relativ schmal. Ja, aber das ganze Steuersystem. Ja, und das Holz ist echt. So schön, echt. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal noch kurz hinten rein. Lampen. Ja, und hier alles mit Touch und alles mit Ambientebeleuchtung. Wurde wirklich an alles gedacht. Ne? Also ich finde das echt verrückt. Oder? Guck mal, ein Push und das ist aufgeräumt. Dann dieses Kochfeld, Induktionskochfeld sogar. Ja, ist sehr ruhig. Das ist wirklich Next Level, würde ich sagen. Ne? Wahnsinn. Ja, allein die farbliche Abstimmung da mit dem LED-Streifen. Passt einfach alles, und ne? Das, dieses Rot, den roten LED-Streifen hat und da. Das ist halt, Wahnsinn. Schauen wir mal nach hinten rein kurz. Ja, jetzt sind wir hinter dem Fahrzeug. Also das ist die Tür, da kommt man auch von innen. Wo wir gerade gezeigt haben, ja. Ja. Habe ich gerade von innen gezeigt. Ihr könnt also an diese Staufächer, und du was hier einladet, kommt er von innen ran, kommt er von hier ran. Ja, ich kann dann individualisiere Haltepunkte hinmachen für Gartenmöbel etc., was ich halt so brauche, Skier reinstelle. Kann die hier rausbauen, ja, kann die hier Ski hochstellen oder wie auch. Ah, okay. Also oder wie ich halt immer sage, ist der Personaleingang. Dahin. Personaleingang, ja, wir stehen jetzt an der Heckklappe dran und alles, was man hier einlädt, kann man sowohl von innen rankommen, genau, als auch von außen. Ja, also wenn ihr mal Getränke hier drin habt und bei schlechtem Wetter, ne, dann macht man hier die Türe auf und fertig. Ja. Genial, wirklich. Sehr gelungen, könnt ihr stolz drauf sein.
sind wir auch die Slowenen noch mehr, wenn die nachher kommen. Sehr schön. Haben wir das schon gesagt, welche Höhe sind wir hier? Der ist knapp 3 Meter. Knapp 3 Meter. Ja. Mhm. Man muss halt aufbauen noch mitrechnen. Ich gehe davon aus 3,10 ja, oder sowas. Ja, was noch so verbaut ist. Ja, weil die Klimaanlage haut halt rein. Ja, ja, genau. Und von der Seite sieht man dann besser.